zusammen. Weihnachten steht ja praktisch schon vor der Tür. Also morgen ist Heiligabend und heute gibt es demnach meine vorletzte Verschenkung. Ich weiß, der Zeitrahmen, in dem ihr die hier mitmachen könnt, ist ein bisschen knapp, aber ich denke, ich habe euch schon genug Verlosungen geboten, um dabei mitzumachen. Und heute verschenke ich. Diesmal sind es auch wieder zwei sehr coole Körperpflegeprodukte von Zartgefühl. Und diesmal ist es eine Badeschokolade, also falls ihr eine Badewanne habt, das sieht sehr, sehr lecker aus. Es sieht aus wie eine Tafel. Moment, da sieht man es jetzt. Moment. So, weiße Schokolade, oder? Total genial. Und das tut ihr dann, ich denke, so, ich weiß nicht, das ganze Stück wahrscheinlich in die Badewanne. Und dann habt ihr weiße Schokolade zum drin baden. Also ich bin ganz neidisch auf die Gewinnerin, weil ich persönlich habe leider keine Badewanne. Jedes Mal ärgere ich mich darüber. Aber egal. Dann eine Kokos-Body-Sahne. So wie eine Bodybutter, nur sahniger. Und ich mache euch das mal auf. Und ich mache den Kleber mal in der Seite ab, damit ihr die Konsistenz erahnen könnt und ich euch vom Geruch erzählen kann. Auch noch so ein Schutzdeckel drauf. So. Da seht ihr, oh, ist auf jeden Fall, scheint es, Moment, ich muss warten, bis das Licht runtergedimmt wird. Jetzt. Es ist sehr sahnig, wie man sehen kann, auch sehr dick. Und das riecht aber sehr fruchtig. Nennt sich Kokosschnitte, habe ich gesagt, ne? Kokossahne. Ach, aber Erdbeerschnitte, Entschuldigung. Kokossahne, Erdbeerschnitte. Also Erdbeer rieche ich schon raus, aber Kokos überhaupt nicht. Also es ist bestimmt ein Genuss, diese Kokossahne auf dem Körper zu verteilen. So. So, das könnt ihr auch gewinnen. Und dann gibt es in diesem Geschenkpaket zwei Nagellacke. Diesmal einmal dieser Türkise von Manhattan und einmal dieser lilane von Agnes B. Dann diese drei Stifte. Einmal ein Lipgloss von Astor in so einem schönen grellen Pink. Und das ist die Farbe Fuchsia Cabaret. Und dann noch einen grauen Kajal von Agnes B. Das ist so ein Metallic Liner, so eine dickere Mine. Die tragen sich ja immer sehr deckend auf, meiner Erfahrung nach. Und dann einen Glimmer Diamond Stick von Avon in der Farbe Golden Diamond. Also können wir alle erahnen, ist wahrscheinlich ein goldener Glitzer Eyeliner oder Kajal. Die Sachen könnt ihr gewinnen und diesmal, Moment, ich habe ja nicht mehr viel auf meiner Kommentarliste stehen. Und um dieses Set zu gewinnen, macht ihr bitte Folgendes. Ihr schreibt mir bitte ein Gedicht in die Kommentare. Ja, das ist etwas, was zu Verlosungszwecken auf YouTube schon oft angefordert wurde. Und ja, ich hätte auch gern mal, dass ihr mir irgendwas Spezielles, Kreatives dichtet. Ja, und ich weiß, der Zeitraum ist relativ knapp, aber umso mehr filtert sich heraus, wer so das schönste Gedicht hat. Und ja, schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr mitmachen möchtet. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kreativität. Und ja, freut ihr euch schon auf Weihnachten? Freut ihr euch schon auf Weihnachten? Es ist komisch, weil ich habe ja diese ganzen Videos vorgedreht. Deswegen ist es so strange, in der Zukunftssprache zu sprechen. Aber ihr seid ja quasi dann in der Zukunft gerade, sitzt ihr gerade vorm PC und wisst ja, was ich meine. Morgen. Also bald ist Weihnachten, so gut wie jetzt gleich. Und deswegen hoffe ich, dass ihr auch alle, dass euch allen auch gut geht und ihr auch alle in schöner vorweihnachtlicher Stimmung seid. Also demnach bis morgen, bis zu meiner allerletzten Verlosung. Tschüss!